Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Ja, und es ist aus Versehen passiert, dass ich dieses Turnier angefangen habe und dann auch noch, ohne es zu merken, die erste Runde gewonnen habe. Und also ich habe gemerkt, dass ich die erste Runde gewinne, aber ich habe nicht gemerkt, dass ich in dem Turnier spiele. Und aus diesem Grunde, ja, spielen wir jetzt mal weiter. Gab es irgendeinen interessanten Sechser noch, den ich für Biglia nehmen kann? Er ist recht langsam. Guck nochmal nach. Ich dachte zwar, es gab keinen, die wären alle zu teuer, aber ich gucke jetzt mal für 10.000 nach. Position. Stimmt, wir können ja eigentlich auch ZM nachschauen, weil es gibt ja auch geile ZMs, die man als Sechser spielen kann, fällt mir gerade so ein. Machen wir mal, wenn es jetzt hier keinen interessanten gibt für 10.000. Mal einen Schluck trinken. Man könnte statt Biglia Gonalons nehmen, oder? Ach nee, der ist nur ein 80er. Okay. Hat aber bessere Defense und Physis-Werte. Hat halt nur nicht so einen geilen Pass und ein geiles Dribbling und ist noch ein Tick langsamer. Aber ich glaube, der passt da als Sechser besser. Also wenn ich keinen anderen interessanten sehe, dann werde ich wohl mal Gonalons testen. Dann hatte mir ja auch im letzten FIFA als Inform sehr gut gefallen. Was haben wir hier? 80er ZDM. Allen. Ist halt wieder so ein sehr ausgeglichener. Das ist mehr so ein ZM, der halt alles ganz gut kann. Okay. Strootmann, 84er Sechser. Halt auch wieder eher ein ZM, würde ich sagen, weil wirklich geile Defense-Werte hat er nicht. Der hat halt alles ganz gut. Schöner Pass, schönes Dribbling, schöne Physis. Schwer zu sagen. Ist mir aber eigentlich viel zu teuer für das, was er macht. Und wie gesagt, ich denke, das ist eher ein ZM. Okay, dann gucken wir jetzt nochmal wegen ZMs, was es da gibt. Ciao Mario, das sieht ja auch interessant aus, aber wie gesagt, ist auch mehr ein ZM, keine guten Defense-Werte. Oder nicht gut genug für mich, dass ich ihn da jetzt spielen würde. Bonaventura. Ne, sieht nicht so aus, sieht nicht so aus, sieht nicht so aus. Was wollte ich jetzt noch gucken? Genau, ich wollte mal nach. Was gibt's, vielleicht habe ich irgendeine Info jetzt gerade nicht im Kopf. Kohle hätten wir ja ein bisschen. Pjanic. Okay, ja, Pjanic ist ein bisschen teuer. Ist auch überhaupt kein ZDM, sieht man ja auch. 68 Defense, das passt gar nicht. Und hier noch ein 76er, Once to Watch. Nee, danke. Okay, dann schauen wir nochmal nach ZM. Ah, dieser Cassie. Brozovic, klar. Wobei, der würde auch als Sechser gehen, denke ich. Als mitspielender Sechser. Okay, dann nehmen wir mal Gonalons. Wie gesagt, ich denke, der könnte Spaß machen. Vor allem, wenn man ihn mit Shadow spielt. Mal schauen, ob es ihn mit Shadow gibt. Oder Anchor würde auch gehen. Dann müssen wir ihn wohl erstmal normal spielen. Schade. Er wird wahrscheinlich nichts kosten. Sage ich doch. 950. Krass. Ah, die muss man halt wirklich fast schon Chemistry-Style gehen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber ich werde ihn erstmal so testen und gucken, wie er mir gefällt. 150. Okay, schauen wir mal, ob es ihn mit vielen Verträgen gibt. Acht Verträge. 19. Für 1000. Oder 900. Aber Verträge sind gerade so billig, dass es, glaube ich, besser ist, wenn wir den für 900 nehmen. Ah, ja, jetzt sind wir im Turnier. Das gibt's gar nicht. Krass, und ich hab's nicht gerafft, die ganze Spiel über.
Das wäre natürlich eine lustige Überraschung gewesen, wenn ich den Ausgleich gefressen hätte, es 1-1 steht und am Ende des Spiels geht's in die Verlängerung. Würde mich mal interessieren, wie ich da reagiert hätte. Wahrscheinlich hätte ich gedacht, es wäre ein Bug. Also ich denke mal, ich hätte gedacht, es wäre ein Bug. Würde ich behaupten. Ich hätte bestimmt nicht dran gedacht, dass ich aus Versehen das Turnier spiele. Das hätte ich ja eigentlich gemerkt. Also ich verstehe immer noch nicht, wie das passieren konnte, dass ich nicht gemerkt habe. Gut. Dann wollen wir mal Gonalons testen. Rechtsfuß, schwacher Fuß, 4 Sterne. Rechtsfuß, schwacher Fuß, 4 Sterne. Ich glaube, Rossi hat den besseren Schuss, oder? Ja, dann wechseln. Ne, dann lassen wir es genauso. Und jetzt muss ich noch eigentlich gar nichts machen. Alle anderen haben noch Vertrag, außer De Vries. Okay, dann schauen wir noch mal bei der Innenverteidigung nach, ob es da noch mal irgendeine Granate gibt für 10.000. So. Was haben wir da? Wie wird das? Haben auch alle keine. Oh, habe ich da gerade Benatia gesehen? Ja. Oder Benatia. Der ist natürlich geil. Der ist richtig geil. Der hat richtig geile Werte. Schön schnell. War da nicht letzte Saison wieder relativ langsam geworden? Der kann doch nicht sein, dass der jetzt immer in der. Dass der in der italienischen Liga immer total schnell wird und in der deutschen Liga ist er scheiße oder was? 74 Tempo, 85 Defense. Ja, der ist geil. Den will ich eigentlich haben. Der ist aber schon etwas teurer, aber ich glaube, das lohnt sich bei dem. Und es ist wahrscheinlich auch ein Innenverteidiger für eine recht lange Zeit. Der wird wahrscheinlich so schnell nicht wieder tauschen. Ich weiß aber jetzt nicht, welchen Champions-League-Style ich auf ihn haben möchte, aber wahrscheinlich schon am ehesten. Ich weiß es nicht. Entweder Anchor oder. Oder Shadow. Aber erstmal schauen wir, was er. Moment mal, er hat 82 Physis. Och, es ist schwer zu sagen. Anchor oder Shadow? Ich gucke einfach mal, was es gerade so preiswert gibt. 8,1, der kostet. Oh, 7,3, der kostet unter 8.000. Das ist aber schon richtig billig. Kostet sogar unter 6, unter 7.000? Nee. 7.000 wäre das preiswerteste. Jetzt gucken wir mal, was er mit Shadow oder Anchor kostet. 12,5, 9,5. Wir können mit knapp 5.000 rechnen. Er kostet ungefähr 7.000. Das heißt, es wäre billiger, wenn wir Shadow haben wollen, ihn direkt mit Shadow zu nehmen. Und was kostet er mit Anchor? Acht, fünf, sieben, acht, sieben, acht. Boah, ich glaube, dann nehme ich ihn erstmal mit Anchor, weil das deutlich preiswerter ist und ich glaube, Anchor passt gut zu ihm. Das macht Tempo, Defense und Physis. Und da bei Physis nur 82 hat, wie groß ist denn der? Als 1,90. Selbst wenn ich ihm irgendwann mal Shadow gebe, ich mache keinen wirklich großen Verlust damit, dass ich ihn jetzt direkt mit Anchor kaufe. Wie viele Verträge hat er? Vier, okay. 7, 8, 8.000 mit 4 Verträgen. Ja, da nehme ich den. Sehr schön. Wir haben auch da schon einen richtig geilen Innenverteidiger und ich glaube sogar mit Musacho zusammen schon zwei richtig geile Innenverteidiger. Wir können eigentlich direkt nochmal gucken, ob wir preiswerten Musacho für. Mit einem Champions League Style finden, also mit Anchor oder mit Shadow. Müssen aber erstmal gucken, was der so kostet. Zwei, drei, zwei, drei ist das billigste zur Zeit. Sieben, fünf ist viel zu teuer.
3-8. Was habe ich gesagt? 2-3, ne? 3-8 müsste immer noch billiger sein, aber ich glaube, da lasse ich es erstmal. Hätte jetzt nur zugeschlagen, wenn es ein totaler Schnapper gewesen wäre. Den gibt es bestimmt auch irgendwann nochmal preiswert. Außerdem ist Musacho, denke ich, niemand, den ich für immer behalte, als 83er. Benatia. Drei Stern auf den schwachen Rechtsfuß, drei Stern auf den schwachen Rechtsfuß, 66 Pass und 54 Pass. Okay, dann machen wir das so rum. Es kann losgehen. In der Bundesliga hatten wir ja bloß Fährmann neu und da muss ich auf die Bank. Okay, ein Turnier. Also ehrlich gesagt, es ärgert mich natürlich, wenn ich rausfliege, aber es ist mir jetzt nicht so wichtig, weil ich das Turnier gar nicht zocken wollte. Ich würde mich jetzt zwar freuen, wenn wir jetzt wirklich hier das Turnier gewinnen und noch ein Goldpack bekommen, aber naja, krass, in der zweiten Runde so ein schwaches Team plus keine volle Chemie. Der muss super gut spielen. Also, oder er hatte Glück und ist auf einen noch schlechteren Spieler in Runde 1 getroffen. Das kann ja manchmal sein. Auf jeden Fall ist, also ich muss mich konzentrieren, ich will natürlich gewinnen. Das ist krass. Richtig schlechtes, also richtig schwaches Team von den Spielern her und halt auch überhaupt keine Chemie. Die ganze linke Seite, die spielt ja quasi ohne richtig geile Verbindungen. Oh, hoher Druck. Ich glaube, hier können wir auch ausgeglichen bleiben. Aber ich denke, der wird spielerisch gut sein. Also anders kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären. Ja gut, ich kann es mir schon erklären. Wie gesagt, es kann schon rein theoretischerweise sein, dass der einfach gegen den wirklich Scheiße, das war ein richtig geiler Schuss. Gegen den wirklich schlechten Spieler in der ersten Runde angetreten ist. Da muss ja einer gewinnen. Also wenn zwei wirklich schlechte Spieler gegeneinander spielen, dann gewinnt halt irgendjemand. Eigene Mann hat ihn quasi den Ball vom Fuß genommen. Schade. Hat mir Gon Alonso jetzt eigentlich mit einem Champions League gekauft? Nee, ne? Aber die ersten Ballkontakte gefällt er mir schon. Der Gon Alonso. Sehr knapp, sehr knapp. Dann denke ich auch wieder nicht schlecht gewesen, hier in die kurze Ecke zu schießen, aber denke ich halt nicht dran. Schade. Da scheint jemand Pace zu haben. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber kein Körper. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Hat er gedacht, dass er damit mit einer kleinen Ballrolle mal so ganz easy nach innen ziehen kann? Oh nein, er schafft's. Ich hätte auch eine halbe Sekunde warten sollen mit dem Pass. Dann hätte sich El-Shaarawy, denke ich, so weit abgesetzt, dass er da nicht mit dem Kopfball zum Torhüter zurückspielen kann. Schieß doch Elfmeter, eigentlich ein Elfmeter, naja, was soll's.
Fuck, es war so eine gute Chance, ey. Sonst denke ich wieder schwer. Wieder auf sehr defensiv oder warum stehen da 10 Mann im Strafraum? Glück, schade. Alter, doch nicht auf den, sondern auf El Sharawi, da sind wir nur viel näher. Musste schießen. Ach Mist, hätte ich länger aufziehen müssen auf dem zweiten Pfosten. Da kam nämlich der Rossi relativ blank angelaufen. Wer auch immer das ist, der hat keinen Körper. Musaccio setzt sich da immer schön durch. Boah, die Karte ist gar nicht schnell. Schade. Schön gemacht mit De Rossi. Doppelt Mist. Er macht es insgesamt nicht schlecht. Also er spielt besser, als sein Team aussieht. Auch wenn ich hier klar besser bin. Aber ich dachte mir schon, dass der Spieler richtig der Schlechteste sein wird. Wurde aber auch Zeit, ne? Wurde aber auch Zeit. Endlich mal nicht geblockt. Macht Icardi das? Wer sonst, wenn nicht Icardi? Schön über den Doppelpass aussteigen lassen ist es nicht, aber schön über den Doppelpass gegangen und dann, ja. Hat Icardi den Platz und den Abschluss. Eine Grätsche. Aber es ist ja ein relativ faires Spiel, würde ich sagen. Gut, die letzten drei Spiele haben wir immer 1-0 geführt, bevor es in die Halbzeitpause ging. Diesmal relativ spät, auch nur einen Schuss zugelassen, der ging daneben beim Gegner. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich so weiterspielen kann. Vielleicht noch besser und vor allem mehr Tore machen. Hatten viele gute Chancen und nur ein Tor gemacht, das gefällt mir nicht. Naja, ich frage mich, warum er dieses Team hat, also ob er wirklich nicht weiß, dass man mit voller Chemie spielen sollte oder welche Gründe das jetzt hat, dass er damit so ein Team spielt, das würde mich mal interessieren. Oh, ich dachte, Gonalon spielt sich anders an. Da hatte ich aber schon auf Passen gedrückt dann. Haben wir also auf dem. Och Mann. Ich wollte gerade sagen, er kam nicht ernsthaft auf dem Abseits gerade raus.
Oh, ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, der Rossi kam da rausgerückt und hat seinen Mitspieler stehen lassen, komplett eine Lücke gerissen und dadurch einen Stellungsfehler produziert, den der Gegner fast ausgenutzt hätte. Der Rossi getunnelt. Aber noch ist alles safe. Schade. Aber auch Zeit. Schade. Oh, der Ball ist noch drin. Ich dachte, der fliegt raus. Oh, das war schlecht und das war gut. Direktabschluss, der war sehr gut gespielt. In der Situation mussten wir einfach direkt abschließen. Ein Tor wäre geiler gewesen. Ich weiß gar nicht, wer geschossen hat. Felipe Anderson, glaube ich, unser RM. Erste Ecke im Spiel. Fällt mir gerade so auf. Schöner Kopfball von, ich glaube, Brozovic war es. Och Mann, Sharabi, come on. Och, da stehe ich mit dem Rossi richtig geil eigentlich. Hab ihn noch fast. Sehr merkwürdiger Pass, muss ich und darf ich aber auch da nicht hinspielen, ehrlich gesagt. Schön gemacht mit Gonalons. Also Gonalons gefällt mir schon jetzt besser als Biglia. Das, obwohl wir ihn noch nicht oft gespielt haben. Schade. Wieder Gonalons. Da steht halt einfach super oft richtig, finde ich. Sehr auffällig. Abseits. Kein Abseits, okay. Und auch einfach mal daneben geschossen, nice. Ich dachte, er wäre noch abgefälscht. Da muss ich abbrechen. Achtzigste. Ich gehe mal auf sehr defensiv. Interessant. Interessanter Seitenwechsel. Ach, so viel zum Thema sehr defensiv. Scheiße, Mann. Hatten schon Chancen in dem Spiel, auch hier. Das musste nicht sein. Aber egal, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Wir machen noch eins. Gehen wir auf Offensiv, solange wie die zweite Hälfte noch läuft, denn eine Verlängerung ist. Stelle ich wieder auf Normal um.
gerade gegen so ein Team, ey, wenn der jetzt wirklich weiterkommt, das geht ja gar nicht, das darf gar nicht sein. Gefälscht, schade. Knapp! Knapp! Ich gehe es wahrscheinlich eh in die Verlängerung, von daher mache ich schon mal ausgeglichen rein. Scheiße, letzte Chance versaut. Na gut, sehr ärgerlich, gerade nachdem wir wirklich nicht viel zugelassen haben in der Abwehr, hat er die eine Chance dann doch irgendwie genutzt und jetzt müssen wir versuchen, dass wir das noch sauber in der Verlängerung hinbekommen, damit wir hier nicht unglücklich ausscheiden gegen ein eher schwaches Team und wo wir auch einfach deutlich der bessere Gegner, der bessere Spieler waren. Aber er spielte wirklich nicht schlecht, gerade mit so einem schwachen Team spielt er wirklich gut, aber nicht so gut wie wir. Und das werden wir jetzt auch durch ein weiteres Tor beweisen. Oh, da hat er Glück. Eigentlich eine ganz gute Grätsche. Wenn der Ball mal auf den Spieler geht, wo ich will, dann passiert das auch nicht. Interessant, wie Benatia da sinnlos rausrennt. Don Alonso, ich sag doch, er macht sein Zeug. Sehr geiler Sechser. Das ist aber aggro hier. Ein bisschen Pech. Na also. Und wer muss es wieder machen? Icardi. Aber Baum fällt zwar noch nicht eigentlich, aber dieses Monster Icardi macht es natürlich wieder. Auch ein schwieriger Schuss, meiner Meinung nach. Schöner Pass mit Brozovic da. Und dann hämmert Icardi ins lange Eck rein. Ja, jetzt spielen wir das mal sauber runter hier. Nicht so weit. Hat der Gegner Glück. Hätte auch locker das dritte Tor sein können. War irgendwie eine interessante Flanke vorher. Die da Icardi einfach mitnimmt. Sehr schön. Hat er gedacht, dass er einfach durchlaufen kann. Und wer hat wieder mal den Ball da rausgetackelt? Gonalons. Ach, schade, dass der nur ein 80er ist. Da gibt es doch garantiert geilere Spieler, weil das lohnt sich bei dem wahrscheinlich gar nicht, den jetzt in Chemistry-Style zu geben. Aber unbedingt eine Inform. Ich will, dass er eine Inform bekommt, verdammt. Das war doch mal geil gespielt, oder? Das war doch mal geil gespielt. Ach, die Raffen wieder nicht, dass sie umfallen müssen. Richtig nice. Auch wieder Direktabnahme und El Sharabi macht's. Ins kurze Eck rein. Nice.
Gut, ich denke, das 3-1 war es dann auch für den Spieler. Das heißt, wir sind tatsächlich im Halbfinale. In dem Turnier, was wir nie spielen wollten. Das war es leider noch nicht. Auch das, denke ich, kann ich nicht sehr viel besser verteidigen. Das war einfach auch gut gespielt vom Gegner. Schade. Aber stört mich nicht. Wir führen immer noch mit einem Tor und machen jetzt einfach das vierte. Das wäre es noch, wenn er jetzt noch im ersten Spiel direkt ein Tor macht. Aber ich glaube, er hat keinen guten Distanzschuss. Das heißt, er müsste eine Info bekommen, weil er vielleicht in einem Spiel zwei Tore macht oder so. Damit sein Distanzschusswert geboostet wird. Und das war geil rausgespielt, weil das war auch wieder genauso geplant. Ich glaube, die müssen nochmal ganz dicht hinter dem laufen, damit das funktioniert mit dem Umfallen. Schade. Schön gesehen und dann nochmal ein bisschen nach rechts gelegt und dann war das auch wieder geschlänzt, flach ins lange Eck. Also einfach nur auf Schlänzen und Schießen gedrückt und dann macht er den selber flach. 4-2, so, das war's jetzt aber, würde ich sagen. Das habe ich schon beim 3-1 gesagt, aber egal. Kam zu spät, der Pass von mir. Der sollte eigentlich rübergehen auf El Shaarawy. Hat El Shaarawy eigentlich gerade einen Doppelpack gemacht in dem Spiel? Kann es sein? Schade. Na? Schade. Jetzt gewinnen wir aber echt jeden Zweikampf und generell Kampf um den Ball. Okay, dann würde ich sagen, die letzten beiden Spiele, wenn es dann noch zwei Spiele werden, machen wir in der nächsten Aufnahme. Tore 2, Icardi 2. El Shaarawy, Vorlagen, natürlich hat Icardi wieder 3 Scorerpunkte gemacht, krass. Ah, absolut verdient gewonnen. Und dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Und da gibt es dann zumindest das Halbfinale, vielleicht sogar das Finale. Mal schauen, bis dann.